Nein. Mehr Dinge sind auf, mehr hat er noch gemacht von der Jam. Hier nach vorne. Okay. Ja. Wenn ich nach hinten gehe, hier werden wir ein bisschen in die Kohle, ein bisschen tief und danach hoch. Ja? Und diese Hand kommt ein bisschen unter, als unter der Stützung. Sie hält ein bisschen entgegen. Ich werde dagegen etwas drücken und ich halte meinen Rahmen, also Schultern ganz tief. So tief wie möglich. Hey! Zentrum, Achse. Ich gehe rund um diese Achse. Mein rechter Fuß bleibt immer nah dran. Ja? Von hier, ich stelle mir doch genau, ich verliere die Knie, muss in diese Richtung sein. Und dann, der Oberkörper ist nach da. Ich lege sie nach vorne, nach unten. Ich drehe meinen Oberkörper und danach wir ziehen unsere Füße hier zusammen und werden wieder hoch. Lateral. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, wir haben sie. Hochgebracht, danach hier ins runde Jump. Und von hier gehe ich nach hinten und ich kippe sie. Ich bringe sie hier nach vorne. Ich öffne. Ich bringe meinen Fuß zurück. Sie geht noch einen Schritt. Und jetzt, ich folge mich hier nach vorne. Genau, und da ist ganz wichtig für uns Frauen, dass wir hier den Rahmen halten und beim Öffnen Gegendruck haben gegen seinen Arm, sonst kann er uns nicht öffnen. Zack. Hier einen guten Kontakt jetzt haben. Zack. Die ganze Zeit hier auch, aber besonders jetzt, wenn er mich rausbringt, muss ich dagegen halten. Ne? Ich habe die Verbindung zu meiner Schulter. Von hier, Fuß zusammen, ich bringe sie einen Schritt. Sie geht weiter, es geht nach vorne hoch. Dritte. Hoch. Und tief und kippen. Ja, warte. Hier. Tief und kippen. Und der Oberkörper ist jetzt nicht da. Und jetzt für die Frauen denken, dass sie sich präsentieren. Publikum. Eine Figur fürs Publikum. Ja, links. Ein Schritt. Noch einen Schritt. Wenn wir irgendwann wieder so eine musikalische Pose mit Schulterkippen machen, dann machen wir weiter bis hier. Hier. Dann ist es. Okay. Bitte, ja, komm schon, ich kann mal.